Josef Schwarzkopf zu treffen. Josef, du hast eine hervorragende Arbeit geleistet. Es ist schwierig, dich vor die Kamera zu kriegen. Nun haben wir es endlich hier geschafft, bei dir im Jungbrunnen anzukommen. Was ist der Jungbrunnen? Jungbrunnen ist ein Forschungsprojekt gewesen, was eigentlich Schauberger schon mal in den Kopf reingebrannt hat. Und zwar, wenn der Schauberger erzählt, wie er noch Förster war. Und da hat er so gesagt, wenn er sich erholt, legt er sich im Gebirge. Er war Hochgebirgförster eine. Und er legt sich da neben einem Bach. Wenn er in einen Bach legt, fühlt er sich frischer, angenehmer und irgendwie gestärkt. Ja, also Wim Hof-Methode oder wie man es dann nennen möchte, einfach im Wasser entspannen ist natürlich immer eine sehr gute Sache. Diese Aussage habe ich eigentlich an Wellness bzw. im Jungbrunnen übernommen als Jungbrunnen. Und zwar habe ich das nachgeforscht, wie das zustande kommt, dass man sich da erfrischt. Erfrischung hat er gemacht, weil er im Wasser war sehr fett, wir brauchen aber das nicht ausholen, sondern weil jeder Bach eine Turbulenz erzeugt. Und die Turbulenz darf nur von oben nach unten kommen. Das heißt, er hat sich mit dem Kopf gegen bergwärts gelegt. Ach so. Und nur durch bergwärts funktioniert die Energieform. Legst du dich falsch rein, das habe ich auch gemacht, in einem Bach. Ich habe alles nachvollzogen. Und zwar im Bach unten bei uns, richtig reingelegt, ich bin immer frisch raufgegangen. Ich habe mich einmal falsch reingelegt, auf dem Bach raufgelegt, einmal. Ich war 8 Tage eine krank, die Frau wollte immer Notarzt holen, weil eigentlich die Energie raus. Also, hier fängt es natürlich wieder sehr gut an. Also merkt euch, ihr dürft euch nicht falsch herum in einem Bach legen, denn sonst wird wahrscheinlich der Krankenwagen gerufen. Keine gute Idee, sich in einem Bach zu legen, falsch herum, weil die Energie dann nicht vom Berg kommt, sondern von den Füßen nach oben wandert. Gezogen wurde. Deswegen ist es auch so, was die Kriminalisten nicht wissen, ist, wenn einer in den Bach, in einen ganz kleinen Bach, das braucht nur ein paar Zentimeter Wasser sein, richtig reinfällt und geht das Wasser über ihn drüber, der ertrinkt nie. Wenn er falsch reinkommt, weißt du, dass die Energie von unten drauf kommt, der ertrinkt, aber dem ist es auch wurscht. Deswegen war mir das egal, dass ich meine eigene Firma 8 Tage nicht hingegangen bin. Ich bin nur vom Sofa ins Bett, vom Bett ins Sofa. Ich war nicht krank, ich habe keine Schmerzen gehabt, gar nichts. Und damit habe ich eigentlich geschlossen, dass wenn du gar keine Energie mehr hast, weil das war eigentlich keine. Ja, es macht auf jeden Fall, genau, macht genauso viel Sinn wie nur im Sitzen trinken. Jetzt kommen wir der Sache natürlich näher, warum wir nur im Sitzen trinken sollen. Weil dann die Energie. Ich weiß auch nicht warum, aber ist halt so. Also, weil er das aus seiner Sache irgendwie geschlossen hat, weil er dann nicht mehr krank war, deshalb hat er das geschlossen, dass das für alle Menschen dann eben auch entsprechend genauso funktioniert und wissenschaftlich belegt ist. Und deswegen habe ich das eine wieder umgedreht ins Leben. Und deswegen ist dieser Jungbrunnen in dieser Turbulenz, die auch der Lachs verwendet, weil der Lachs geht her beim Ratewald und steigt raus und schwanzelt praktisch über diesen Gang, geht oben ins Wasser wieder rein. Er nimmt diese Kraft, damit er diesen Gegenstrom vom Wasser auch nicht hat und geht oben wieder rein. Und dieses oben. Ja, weil der Lachs anders nicht springen könnte. Wie soll er das denn sonst machen? Der kann doch nicht von unten nach oben oder rückwärts. Ein Lachs kann doch nicht rückwärts schwimmen. Also zumindest wäre mir das jetzt nicht bekannt, dass er rückwärts irgendwie dann aus dem Wasser springen kann oder so. Das macht doch alles keinen Sinn, solche Vergleiche dann ranzuziehen. Das ist doch Blödsinn. Reingehen reinigt den Außenbereich des Körpers. Ich sage immer Aura, weil da bin ich vom ganzen Problem raus. Ja. Und so ist das auch entstanden. Man hat auch das festgestellt, auch mit den Ärzten, die alle mit dazu getan, sodass man auch kranke Leute immer. Mit Krankheit gehe ich raus, sondern ich bleibe beim Wellness- und Energiebereich. Aber ich weiß, um was es geht. Ja, man darf natürlich auch keine Heilversprechen machen, aber man macht natürlich immer Heilversprechen durch die Blume meistens, weil wenn ich sage, ich werde nie krank dadurch, dann ist das schon irgendwie so ein Heilversprechen. Muss man ja auch ganz klar sagen. Stell dir mal vor, wie alt er aussehe, wenn er keine Jungbrunnen hätte. Essen im Stehen, Sitzen, Liegen, Essen nur mit Handstand, würde ich sagen. Hierher stammt auch die Redewendung zwischen Tür und Angel. Wahrscheinlich, definitiv. Auf jeden Fall sieht man ja in dem Video. Dann weißt du was, dann gehen wir mal rein und schauen uns den Jungbrunnen an. Komm am besten mal mit. Ich frage mich sowieso immer, weißt du, wenn die dabei stehen, wenn die das wirklich... Ich meine, das sind ja alles nur so QVC-Werbeveranstaltungen. Die machen jetzt wieder Werbung für diesen komischen Jungbrunnen. Da kannst du wahrscheinlich Geld bezahlen auf seinem Kanal, dass du Werbung für den Kram machst und kannst dann entsprechend, kannst dann hier dein Video veröffentlichen. Dann kommen die bei dir vorbei und so weiter. So kann ich mir das vorstellen. Das ist ja auch bei hier diesen ganzen anderen Schwurbelsendungen hier,
ist das ja auch der Fall gewesen, dass du dich in so einer Sendung wie, ach, wie hieß das denn hier, nicht Joe Conrad und keine Ahnung, wie sie da heißen, dass man sich da eben auch einkaufen konnte mit seinem Kram. Also, ich glaube, dem Typ rechts ist das unangenehm. Aus dem Bereich des Körpers, ich sag ihm mal. Nee, der ist selber so in diesem Thema drin. Also, wenn ihr den gleich reden hört, der ist da voll begeistert von dem. Schwimmbereich, oh, was ist denn hier? Das sieht ja Wahnsinn aus. Aha. Das war früher, so wie wir die Entwicklung machten, war das so, dass wir hier eine Art Flotbecken gemacht haben. Das heißt, da ist sehr viel Salz drin gewesen. Deswegen hat man das eine schon machen können. Es war eine Salzgrotte dabei, sodass du im Raum praktisch im Wasser drin liegst und die Elektronen das wegziehen. Aha. Und das habe ich für manche Leute entwickelt. Solche Bäder sind auch gemacht worden in Modellbereichen, und zwar um Nervenkranke rauszuholen. Das ist auch ein Patent von Fisch und von anderen Sachen, sodass man Kupfer und Zink, das ist ein spannungsreiches Gleichgewicht, damit leicht die Nervenstärke kriegt. Ich habe aber gesagt, also hier, um mal ein bisschen sarkastisch über die Querschnittslähmung, die wir gerade gehört haben, also kannst hier wahrscheinlich mit Elektroden deine Nervenstränge wieder langziehen. Hallo Hexchen, wir haben gefunden, der Bardox Jungbrunnen, zu Such beim genialen Quantenstein, Erfinder Josef Schwarzkopf. Das ist wahrscheinlich der, ich weiß nicht, ob das der ist, der auch das Shampoo erfunden hat. Schaubeln auszuholen, was weiß ich. Ich war ein bisschen nervös sein. Also. Und wir haben gelernt, er ist auf die Idee gekommen, weil er sich in einem Bach damals falsch herumgelegt hat. Also nicht von oben nach unten Richtung Berg, sondern er hat sich andersrum in den Bach gelegt und musste dann direkt irgendwie vom Krankenwagen abgeholt werden. Und seitdem er sich richtig rum in den Bach legt, seitdem ist er nicht mehr krank geworden. Und das nimmt er jetzt zum Anlass, entsprechend ein Jugendbrunnen herzurichten. Aber die wollte ich das nicht alleine mit dem ganzen Ding. Und dann musste ich mich auch den ganzen Bäderverordnung unterwerfen, und ich konnte da nicht so viel Chlor fahren. Deswegen habe ich dann gesagt, irgendwann raus mit dem, und habe liegen reingemacht und habe das von dem Schauberger, wie ich vorher erzählt habe, nachgefunden. Und wenn da einer drin liegt, gibt es eine Turbulenz und die zieht er runter. Und die Elektrik, die da im Wasser absitzt, die nehme ich weg. Du setzt erstmal alle Leute unter Strom da drin. Einfach erstmal Waterboarding extrem, genau. Also erstmal alle rein, dann hauen wir das Ding in die Steckdose, und dann spürt ihr schon die Energie, wie die Elektronen fließen. Willkommen, cooler Germ. Willkommen hier. In der Aufbereitung. Ach so, eigentlich ein ganz einfaches Konzept. Die stecken sich gleich bestimmt noch die Finger in die Ohren. Wahrscheinlich. So wie es die Natur auch macht. Die ist auch nicht kompliziert. Das stimmt schon, ja. Man muss das halt erstmal so genau beobachten und erforschen können. Genau. Und wie bist du dahinter gekommen bist mit dem Schauberger und das alles probiert hast? Das war wahrscheinlich eine Forschungsarbeit. Oder? Ja, ich sag mal, mit Schauberger habe ich ja immer schon ein bisschen interessiert vom Wasser, von meinen ganzen Dingen her. Aber. Wer ist denn dieser Schauberger? Schauberger Wirbel oder was? Ach komm, das sieht ja schon wieder richtig geil aus, wenn ich da auf Regenbogentreff gucke. Und wenn die Kanäle auch Neue Horizonte heißen und so ein Kram, da braucht man sich irgendwie nur Bilder angucken. Ja, wahrscheinlich so ein energetisiertes, verwirbeltes Wassergedöns. Keine Ahnung, was da genau, aber so auf dem ersten Blick, man kennt ja so die Hintergründe, ne? Wasserforschung. Die unendliche Kraft im Wasser. Aha. Und morgen gibt es ein Perpetuum mobile. Das sieht auch sehr seriös aus, muss man schon sagen. Kann ich direkt hier kaufen. Energiedusche. Ach, 500 Euro für ein Stück Rohr. Das ist... Oh, 2500 Euro für ein Rohr. Aha. Ich energetisiere mein Wasser mit ein Stück Rohr oder was? Wenn ich kalkreiches Wasser habe, ist das ein anderes? Aha. Ja, warum nicht, ne? Würde ich sagen, das ist doch... Wenn ich damit mein Wasser verwirbeln kann, mein Gott, ist doch geil. So verwirbeltes Wasser für 2,5. Wie soll ich sagen? Man, ja, auf jeden Fall, man das noch, ob das stimmt.
Weil glauben tue ich sehr wenig. Das habe ich ja schon mal gesagt. Aber ich glaube sehr wenig, aber ich biete es den Leuten trotzdem für Geld an. Das ist natürlich auch immer eine sehr gute Aussage. Also wenn ich von den Dingen dann auch irgendwie nicht überzeugt bin oder so. Wenn ich es nachmessen kann, dann sage ich, der war wirklich ein genialer Typ, der Bursche. Der hat ja viele Sachen gemacht, wo ich dann nachgemacht habe, manche Sachen war ich nicht einverstanden, ganz klar, aber er hat eine andere Art der Arbeit gehabt. Aber der war sehr, sehr... Ja, Jörg, so, dann nehme ich gleich zwei. Der Zeit. Absolut. Das war Schauberger, war wirklich gut. Bloß die, alle, die glauben, Schauberger nachzubauen, haben mich nicht begriffen, das kann ich dir gleich sagen. Ja? Das funktioniert wenig. Okay. Also das ist leider eigentlich sein Grundwissen der Drehbewegungen nicht mehr reingekommen. Die versuchen da die Kuh holen und das Ding nachzubauen, bestimmt, aber nicht in diesen Formen. Aha, und das Geheimnis ist die Drehbewegung. Also nur er ist der Einzige, der diese geheime Formel für die Drehbewegung quasi hat, oder was? Ja, ist die Drehbewegung, das ist das, was das ist dieser Bachlauf, diesen Wirbel, er muss das Leben reinbringen. Ohne Leben geht nichts. Wie kriegst du den Wirbel hier rein? Da erzeugt das er selber, weil hexagonales Wasser schon habe. Er ist ja eine. Hexagonales Wasser. Jetzt, pass auf. Hexagonales Wasser. Das sieht auch wieder so richtig, richtig wissenschaftlich hört sich das an. Hexagonales Wasser. Das ist auch wieder alles so Quellen, die man findet. Die sind alle vom PubMed. Beschäftigen sich natürlich alle hochwissenschaftlich mit diesem hexagonalen Wasser und den Vorteilen davon. Das ist sieht sehr seriös aus, muss man schon sagen. Ach hier, ihn meine ich hier. Wo waren wir denn jetzt hier? Jungbrunn, hier. Warum mache ich Idiot meine dritte Ausbildung, wenn die Leute Rohre für 2500 Euro kaufen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir uns schon bei dieser Pyramide damals gefragt. Warum kaufen wir uns nicht einfach für 10 Euro Material und verkaufen das dann für 500 Euro wieder? Der redet so viel und sagt einfach gar nichts. Ja, das ist ja die Sache. Du haust einfach irgendwelche Begriffe raus. Hexagonales Wasser, diagonales, keine Ahnung, und fertig. Das war's. Im Bach reingegangen, in ein Quellgebiet, wo das Wasser hexagonal war, wo das Wasser positiv war. Und damit hat er auch diese Leistung für den Körper rausgebracht. Okay. Und ich habe ja das Wasser ja zur Verfügung. Ich brauche es ja. Und dann kann man auch was machen mit dem. Das heißt, in diesen sag ich mal, Liegen fließt das hexagonale Wasser durch den... Unten durch. Und der Quantenstein, wo ist der eingebaut? Ja, der Quantenstein ist in der Zentralleitung. Jetzt kommen wir natürlich zum Hodensack des Vertrauens. Der rote Hodensack, der jetzt wassertechnisch im Gehäuse harmoniert. Eine Durchflussmenge von maximal 3000 Liter pro Stunde. Also hier ist auf jeden Fall richtig was am Start, würde ich sagen. Ach guck mal, kann man sich hier unten auch direkt kaufen. Natürlich ist das der Stein für den Jungbrunnen, für das hexagonale Wasser. Damit machen wir unser Wasser hexagonal. Welchen Orgoniten empfiehlst du als Geschenk für den Muttertag? Da würde ich sagen, ist gar nicht mal so einfach, ne? Da muss man gucken. Möchtest du einen Orgoniten haben für längeres Leben? Möchtest du einen Orgoniten haben gegen Bauchschmerzen? Oder möchtest du einen Orgoniten haben gegen Depressionen oder so? Ich weiß nicht, ne? Kommt immer drauf an. Es gibt für jedes, gibt es einen Orgoniten. Mein Wasser ist sogar oktagonal. Ja, definitiv. Ich würde ja das heilige Geodreieck vertreiben. Damit kann man alles machen, sogar zwischen den Zehen den Dreck rauspulen. Ja, ist eine gute Sache auf jeden Fall, ne? Und dann ist es praktisch aufbereitet, das ist klar. Also die hexagonale Form habe ich da und ich muss dann den Strom wegnehmen. Aha, kann er das irgendwie nachweisen, dass das vorher und nachher eine andere Struktur hat, wenn er das durch diesen komischen Stein jagt? Wahrscheinlich einfach zu viel Energieformen drin haben. Okay. Hervorragend, vielen herzlichen Dank. Wir werden uns mal gleich reinlegen, testen und dann schauen wir mal, was wir von dir noch so für Weisheiten rausholen können. Vielen Dank schon mal dir, Josef. Ja, bitteschön. Dieserweise, Mann. Und nochmal kurz zu der Liege, auf der wir uns da gleich drauflegen werden. Wieso ist da, was haben Walgeräusche und Delfingeräusche mit dieser Liege zu tun und mit dem... Selbst Realverkauf Quantensteine für 795 Euro? Bist du sicher? Oder was meinst du jetzt damit? Esoterik günstig online kaufen. Real. Haben die das? Hä? Okay, das ist natürlich geil, wenn die das direkt als Esoterik hier. Ah, okay, haben sie direkt hier sogar ein. Sowas würde ich mir hier sogar noch irgendwie so hinstellen, so aus Spaß, ne? So ein menschliches Anatomie-Skelett oder so.
Obwohl, da steht auch nur in der Ecke rum. Was willst du mit so einem Kack eigentlich dann? Also wenn du jetzt nicht sowas in der Schule hast oder so, brauchst du das doch zu Hause gar nicht. Ich meine, cool ist das, aber es steht ja nur rum. Dafür haben wir unser 3D-Modell hier, den guten Eduard, den benutzen wir dann immer. Erzengel für Chakra, genau. Ein Vogelhaus in der Esoterik, Futterstation. Auch nicht verkehrt. Muss man sagen, das ist schon esoterisch. Können wir denn nach Preisen hier filtern? Warte mal, Preis 55.000 Euro. Was gibt's denn dafür? Warte mal. Jetzt wird's interessant. Kriegen wir ab 500 Euro, machen wir jetzt mal. Bitte was? Quantenstein der Harmonie, schwarz. Du hast ja echt recht gehabt. Okay, haben wir ja jetzt selber gefunden. Real ist auch einfach Geschäft für Esoterik. Das wusste ich ja gar nicht, Alter. Ist das der richtige Realmarkt oder bin ich jetzt im falschen Film? Endlich ein Freund. Im Real gibt es so einen. Da wissen wir ja, wo wir unsere Pyramide demnächst verkaufen, würde ich sagen. Dann gehen wir mal zum Real. Ach hier, guck mal, hier ist sein Quantenstein. Das ist doch sein Quantenstein. Wie geil ist das denn? Warte mal. Das ist doch sein Hoden. Das ist der. Das ist sein Hoden. Der kauft den für 800 Euro bei Real. Haut den in so ein Wasserding rein. Digga, den mache ich dir selber. Den mache ich dir aus Knete und dann mache ich da so ein paar Furchen rein. Da brauchst du keine 800 Euro für. Kauf bei mir für 50 Euro. Das sind Dritthändler. Warte mal, wo hat er denn dann. Wo ist denn dann das Original? Was finden wir das Original? Da. Guck mal hier, Strahlenfahnder. Was kostet der denn so? Der Strahlenfahnder. Jetzt der Strahlenfahnder. Hier. Guck mal, hier kriege ich den für nur 700 Euro. Oh, Real macht aber ganz schön Gewinn. 100 Euro Aufpreis für den Hodenstein. Was haben wir hier? Stein der Harmonie. Jetzt wird's interessant hier. Mein Hoden ist mehr wert als 800 Euro. Die Olle nehme ich wohl. Kein Ding. Hier gibt's jetzt nur den Stein, oder was? Ey, die holen die irgendwo vom Großmarkt oder was und verkaufen die dann so teuer weiter? Alter Vater. Ey, hier kostet er genauso viel wie im Real. Unverbindliche Preisempfehlung. Ist das so unverbindliche Preisempfehlung? Lesen wir uns mal die Produktbeschreibung. Beim Real. Kostenlose Lieferung beim Real. Ja, dann. Showmaker ist auch dabei. Dann wird es wohl Zeit für unseren Quantenstein vom Real für 800 Euro. Aber ich wollte noch mal gucken, ob wir den nicht irgendwo noch günstiger. Irgendwo im Großhandel. Irgendwo werden wir den noch finden. Warte mal. Oh, Gebrauch kaufen. Ob dann unser Wasser wirklich noch so hexagonal ist, wenn wir den Gebrauch kaufen. Für 100 Euro Nachlass. Eieieiei. Ey, der ist ja richtig dick im Geschäft, dieser Stein. Vor allen Dingen sehen die auch alle gleich, also alle gleich geformt und so weiter. Da wird sich irgend so ein Chinese, wird sich kaputt lachen. Danke dir, Tina. Willkommen. Irgend so ein Chinese wird sich kaputt lachen, dass er da Steine für ein paar Cent am Tag fertig macht. Und die dann Ah, guck mal hier ist ja sogar. Hier ist ja sogar das Foto von gerade. Wie geil ist das denn? Das ist doch das Ding von gerade, was er hier genutzt hat. Das ist genau das. Sind die alle miteinander vernetzt oder was? Verkaufspreis? Herstellerpreis? Nee, das ist nicht der Herstellerpreis. Den haben wir doch gerade günstiger gefunden, oder? Oh, jetzt wird's interessant, Leute. Was wir hier live rausfinden, das ist doch einfach der Wahnsinn.
Kriegst bestimmt bei Alibaba. Ja, komm, wir gucken mal bei Alibaba, ob wir den Stein der Weisen da finden. Irgend so ein kleiner Chinese wird sich schlapp lachen. Das sag ich dir jetzt schon. Genau, wir müssen mal bei Real anrufen und mal fragen, ob wir denn dann auch, ob wir in einem Bach andersrum liegen dürfen. Guck mal, hier kriegen wir doch bestimmt irgendwie was Ähnliches hin, ne? Muss ja nicht genau der Stein sein, aber irgendwie so ähnlich. Hier, das sieht doch auch geil aus. Weißt du, 4,50 Euro pro Stück verkaufen wir hier für 800 Euro. Ich schmeiß immer mit Kieselsteinen auf alte Leute vor dem Balkon. Denn alles Gute kommt von oben. Ja, auf jeden Fall. Also du tust denen ja was Gutes, ne? Das sind ja Haltsteine, von daher. Ab wann ist es strafbar? Wahrscheinlich, wenn du dann irgendwelche Versprechen damit machst, die, oder irgendwelche Falschaussagen machst, die eben nicht, nachweisbar sind. Der Quantenstein strahlt unerwägt negative Ionen in seine nähere Umgebung, besonders in unseren Körper. Dadurch gewinnen wir wieder Kraft und Lebensenergie, fühlen uns wohl und finden zu unserer inneren Mitte. Das sind doch eigentlich schon Versprechen, die du gar nicht nachweisen kannst. Also, nach meinem physikalischen Verständnis. Außerdem schafft er ein starkes, positives Umfeld. Das ist doch auch Quatsch. In welchen zum Beispiel Elektrosmog oder geopathische Störungen ausgeglichen werden. Das ist doch Quatsch. Das ist doch eine Lüge. Da kannst du doch jetzt... Du kannst doch nicht mit so einem Stein Elektrosmog in irgendeiner Weise bekämpfen. Das ist doch eine Lüge bei Real. Das kann man doch anzeigen, oder nicht? Also da schreibe ich mal... Ganz ehrlich, da schreibe ich mal den, die Verbraucherzentrale an. Wie das sein kann, dass man einfach sagen kann, ja, hier, legst einen Stein hin, bist vor Elektrosmog geschützt oder was auch immer. Das gibt's doch nicht, Alter. Das gibt es nicht, dass du die Leute so verarschen kann. Kein Wunder, dass Real pleite geht. Also jetzt erst recht, jetzt will ich, dass Real pleite geht. Ohne Witz. No-Fake-Produkte, was steht denn noch so? Somit wird auch unser Zellwasser ständig aufgeladen und gereinigt, was ja auch Quatsch ist. Das ist doch Quatsch. Das ist genauso wie beim Bioscan, wenn ich sage, du kannst damit deine Mineralstoffe messen. Gibt der Zelle, was sie für ihre Ernährung braucht und der Fluss des Lebens könnte für alle Zeiten weitergehen. Das ist doch auch Quatsch. Einfach mal bei YouTube. Wo haben die das? Hat das irgendein Praktikant gemacht hier oder was ist los? So ein Bullshit, das ist ja nicht wahr. Ist das die echte? Ja, real.de hier oben. Mit Sicherheit Schloss und allem drum und dran. Wir wollten ja mal gucken, warte mal. Bevor wir weitergehen, gucke ich jetzt mal, was hier so das teuerste Produkt ist für 55.000 Euro. Trauerkreuzkarte FT16 glatt für 55.000 Euro. Die ist natürlich quantenmechanisch so weit aufgeladen. Direkt auf Rösslerpapier, Leute. Das gute Rösslerpapier. Dieses Rösslerpapier wurde handgeprängelt und handgedellt von irgendwelchen kleinen Inderinnen, die alle von Bill Gates sterilisiert worden sind, und deshalb ist das ein ganz besonderes Papier. Und sogar 100 Stück davon. Jetzt ist natürlich Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich wieder super. Wenn man das durch 100 teilt und dann eben einfach dafür nur 5.000 Euro oder so ausgibt, für 10 Stück, ist das doch super. Da kann jeder online verkaufen. Guck Impressum. Ja, trotzdem habe ich doch in meinem Shop in irgendeiner Weise eine bestimmte Aufgabe, Dinge auch zu filtern. Vor allen Dingen, wenn ich dann hier solche Versprechen zulasse. Verkäufer, Schmuck und Uhren. Ist halt jetzt hier eBay 2.0 oder was? Okay, hier scheint es dann Verkäufer zu geben. Also kann ich den hier
Ja, ist natürlich dann entsprechend eine Firma irgendwo im Ausland wahrscheinlich, wo ich rechtlich relativ wenig machen kann oder ein bisschen Probleme habe. Luna Time, gucken wir mal. Das ist ja krass. Wir verkaufen wahrscheinlich jeden Quatsch. Das ist schon, ja, dass Real dann aber auch solche Produkte dann zulässt bei... Aber so eine Trauerkarte für 55.000 Euro, ne, wer hat sich das einfallen lassen? Ist ja schon mal nicht verkehrt, würde ich sagen. Nein, das wollte ich nicht. Geschlossenen Tab wiederherstellen, geschlossenen Tab wiederherstellen. Wir waren bei Alibaba gerade, wir wollten mal gucken, wie wir unser Geld machen können. Das ist der Wahnsinn. Aber weißt du, das ist ja jetzt das Problem. Da kommt irgend so eine Oma, die irgendwas glaubt, ja, die irgendwie einfach sieht, oh, real.de, das muss ja dann irgendwie seriös sein. Ne? Wenn ich das schon in einem Real-Shop kaufen kann, dann kann das ja irgendwie nicht verkehrt sein. Auf eBay oder so, da ist man natürlich dann vielleicht ein bisschen kritischer, wenn das von Privatleuten wirklich kommt. Aber wenn das auf einer Realseite dann steht, ach, come on. Da stand Billigwasser als Ort. Ja, das ist direkt an der Grenze. Ja, gut, Luxemburg ist ja jetzt auch nicht so groß, ne? Was hältst du von der Erlazimmer-Wunde? Bei Real. Gib mal bei Google Quantenstein an. Komm, wir fahren zu Obi, holen uns für 4 Euro eine G-Bikes-Platte, zertrümmern die und verkaufen die Bruchstücke mit heilender Wirkung für 50 Euro. Das müsste man echt mal machen. Ich mach da einfach mal ein Experiment draus. Ja, Tobi, bist bestimmt auch dabei. Lass uns das mal machen. Wir machen ein neues Geschäftsfeld. Wir verkaufen irgendwelche Quantensteine. Wir benennen den Scheiß einfach nur gut. Stellen das bei eBay Kleinanzeigen rein oder so. Und fertig. Aber welche Oma kauft sich einen roten Hoden? Ja, gute Frage. lass uns das machen, Tobi. Lass uns das am Wochenende jetzt mal überlegen. Irgendwo... Wo kriegt man in Deutschland, wir gucken uns das mal an, wo man das herkriegt. Großbestellung oder irgendwelche Steine oder so. Ja, Ionentester, hier weißt du, klassische Herrenhalskette-Anhänger. Anti-EMF-Strahlungsschutz, Quantum-Anhänger. Guck mal, gibt's für einen Euro so ein Teil. Die Chinesen, die stellen einfach alles her. Und dann hast du da auch noch solche Bildchen. Das ist der Wahnsinn. Glücksteinchen nennst du die. Nee, die müssen ja irgendeinen catchy Namen haben. Quantenresonanz Energetisierer oder Hodenverstärker oder sowas. Irgendwie sowas müsste das dann sein. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Was haben wir noch hier? Irgendwelche Armreife. Pass auf, wir machen das so. Wir machen Druck. Da gehen wir drauf und machen uns hier einfach so Buttons. Wollten wir ja sowieso machen, ne? Standard, Topseller, hier 25 Cent, machen wir einen Button, wo wir irgendein Muster drauf drucken lassen und dann verkaufen wir einfach diesen Button als Heilbutton. Kann man sich natürlich auch gerne durchs Fettgewebe ziehen. Und als Werbespruch dann, Quantensteine haben einen Zweck. Wir nehmen deiner Oma ihre Rente weg. Vielen Dank, Juxo, für die 5 Euro. Da springt der flauschige Quantenstein durch die Gegend. Vielen Dank. Bei den Chinesen ist aber mehr Feng Shui und weniger Shaving drin. Kann nicht funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Einfach Aquarium-Kies kaufen.
30 Kilogramm Beutel und fertig. Ich gehe, das erste, was ich morgen mache, Baumärkte haben wieder offen, ich gehe morgen in den Baumarkt und gucke mir da irgendwelche Steine an. Oder irgend so ein Aquarium-Shop oder so. Bilder. Ja, so klein, weißt du, kannst du dir dann in die Ohren machen. Aber bei Amazon gibt's doch mit Sicherheit auch sowas. Amazon. Edelsteine. Such mal einfach mal. Zebrale. Nee, es muss irgendein. Ja, vielleicht auch was mit Zirbeldrüse. Zebraler Zirbeldrüsen-Energetisierer. Irgendwie sowas. Oder Carbonit. Ketonit, genau, das wäre auch eine Sache, ne? Glücksbärchen. Pass auf, ich bestelle mir jetzt mal irgendwelche Steine, die irgendwie geil aussehen. Dann mache ich nochmal einen Text und dann gucken wir mal. Und das Geld, was wir damit einnehmen, das spenden wir irgendwo hin. Oder so, keine Ahnung. Irgend so eine Omas Edelstein. Omas Edelstein. Packung oder so, war ja immer ganz geil, ne? Hier, sowas sieht doch geil aus. Der Quantenstein ist sogar nur aus Holz gepresst. Dieser hier. Ja, sonst hätte er, glaube ich, nicht immer die gleiche Form, ne? Wahrscheinlich irgendwelche Spanplatten, so Abfallprodukte eben zusammenpressen. Ist das wirklich Holz dann? Ah, hier. Versteinertes Holz unter hohem Druck verpresst für eine sehr hohe Kohlenstoffanteil. Hohe Hautverträglichkeit und angenehm warm, leicht holzigem Geruch. Also einfach Spanplatten zusammenpressen. Für unsere ESO-Nazis den Siegstein. Ja, auf jeden Fall. Ist den veganen Siegstein am besten. Für Veganer machen wir dann auch nochmal einen speziell fertig. Jo. Wir waren bei. Hier waren wir. Guck mal hier. Quantenstein Holz. Müssen wir mal googeln, ne? Für eine Küchen. Wer kauft sich denn eine Küche bei Alibaba? So, was hast du heute gemacht? Ich habe eine Küche bei Alibaba geholt. Kannst du 5 Tage auf Lieferung warten? Wie ist das nochmal hier, wo du bei diesen günstigen Billig-Scheiß kriegst? Steine Großhandel. Oder Edelsteine. Edelsteine. Gibt's bestimmt auch was. Wish, genau, Wish hieß das Ding. Seifensteine. Chakrensteine. Ja, komm hier. Alter, wie viel es davon auch einfach gibt. Das ist der Wahnsinn. Ey, das müssen doch. Es muss ja tausende Leute, was heißt tausende, es muss ja schon Millionen Leute geben, die sowas kaufen, dass sowas überhaupt dann angeboten wird. Edelstein-Anhänger. Unikat. Muss ja ein Unikat sein am Ende, ne? Kann ich hier Holz eingeben? Warte mal, Edelstein, Amulett. Holz. Gepresst muss das ja irgendwie sein, ne? Versteinertes Holz, ein Stück, 6,50 Euro. Oh, das ist eine günstige Sache für unseren Hodenstein. Ah, hier kommen wir der Sache schon ein bisschen näher, wo man sowas dann kaufen kann. Wie viel sowas kostet in der Herstellung. Oder auch beim Großhändler, du kannst sie ja schon fertig kaufen, die Dinger. Ah, gibt sogar noch ein bisschen mehr. Kannst doch selber Steine von einem Bach bei Vollmond sammeln. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ne?
Und dann sage ich, die sind bei Vollmond gesammelt mit ketogener Ernährung in Ketose gesammelt. Hier noch irgendwelche komischen Runen drauf. Ist schon ein lohnendes Geschäft anscheinend. Ah, schade, dass wir nicht den Stein direkt finden. Also, Holzsteine, versteinertes Holz. Hier sowas wird der Sache ja näher kommen. Machst noch irgendwas drauf. Kriegst du im Großhandel anscheinend für 16 Euro. Auch schon vorgebohrt. Ja, richtig gut, ne? Ja, auf jeden Fall, Franken. Und einmal bei Vollmond angehaucht mit Acetongeruch. Und für Veganer machen wir dann einen getrockneten Erdklumpen aus menschlichem Humus, der den Raum mit Vitamin B12 füllt. Auf jeden Fall sehr gut. Das Wasser kann man ja gleich mitverkaufen, ja. Ein sehr lohnendes. Wir machen ein wirtschaftliches Standbein damit auf. Stein der Harmonie. Ich möchte eigentlich mal mit Google nach dem Bild suchen. Warte mal. Grafik anzeigen. So, mit Google. Geht das nur im Chrome, dass man das machen kann? Hier geht's auf jeden Fall nicht. Da. Ach, Digga, gib mir doch einfach die Scheiß. Bildersuche, da ist doch. Zack. IT Mac. Adresse des Links kopieren. Ist das von Red Bull Luna Aqua? Bei Vollmond abgefüllt? Wunderwasser oder Red Bulls nächster Geniestreich? Hier, solche Steine sind doch super. Weißt du, du musst dafür nicht mal irgendwie eine Nahrungsmittellizenz haben oder was auch immer. Heilpraktiker, mehr Umsatz durch Kartenzahlung. Lösung zum Verkauf von hochwertigen Produkten. Mit 800 Euro brutto gehört der Stein der Harmonie zu den hochwertigen und hochpreisigen Gütern. Er ist nicht für jeden erschwinglich, der ihn sinnvoll gebrauchen könnte. Hexagonal, natürlich. Und natürlich bieten wir Ratenzahlungen an. Für die Oma, die sich das nicht auf einmal leisten kann. Das ist natürlich super. Ist genial. Hier wird direkt eine Anleitung gegeben, wie man entsprechend dann den Omas noch einen Kredit aufbürgen kann. Vielleicht noch direkt eine Kreditkarte dabei verkaufen kann. Ey, super. Super. Geil. Kriegst dein ganzes Geschäft, kriegst du eigentlich dann hier schon dargelegt. Gut, gut. Grafik anzeigen. Gucken wir nochmal bei der Rückwärtssuche hier. Ob wir da noch was finden. Ist auf jeden Fall sehr seriös. Und auch sehr seriös von Real, dass sie solche Sachen eben auch nicht unterbinden. Oh, bei eBay gibt's das auch. Warum kostet der denn überall so viel? Ich dachte, den kriegt man irgendwie. Guck mal, hier kriegst du ihn auch für 700 Pfund. Amazon. Ist wahrscheinlich so ein Ding, weißt du? So ein Regenbogen-Bojek-Paar. Da haben wir unseren Vitamin B12 Scheißhausklumpen. Erdklumpen. Aus menschlichen Humus. Sieht zumindest nach Katzengold oder so aus hier. Genau, wir machen ein Zertifikat dabei. Ein Zertifikat, schön mit Stempel drauf und so weiter. Und so einer komischen Fake-Unterschrift. 9000 Euro, das ist ein Schnapper. 8000 Euro, das ist ein Schnapper. Gibt es ja auch Bewertungen? Nee.
Das sind wieder Abgründe, die sich hier auftun. 8.000 Euro, mein Gott, ne? Und da müssen wir natürlich sagen, wir haben nur noch 5 auf Lager. Wir müssen wirklich alle Register ziehen, die das Marketing so hergibt. Guck mal, 7 Kilo Orgonit kriegen wir hier, wo wir wieder beim Thema Orgoniten sind. Da hat sich wieder, ja, relativ klein für 7 Kilo, da hat er aber ordentlich was reingebuttert, würde ich sagen. Eine numbische Pyramide. 500 Euro. Da, ja. Ich habe hinterm Haus auch Steine, ob die was wert sind, das Geld liegt auf der Straße. Du musst es nur richtig verkaufen, dann kannst du, glaube ich, alles. Gibt es da eigentlich einen Kartell? Ich habe keine Ahnung. Dass die Preise vorgibt? Ja, wenn du diesen Stein halt immer vom gleichen Anbieter kaufst, höchstwahrscheinlich, oder? Katalog, Orient Spirits. Guck mal hier, das sind doch alles so Steine, wie wir gerade bei Alibaba irgendwie gefunden haben, so ein Kram. 700 Euro kostet er hier nur. Das ist günstig. Wie viele es davon einfach... Ey, Deutschland ist voll mit 83 Millionen Menschen. Wie viele Leute, wie viele Internetseiten es dann von diesem Kram auch gibt. Das ist ja der Wahnsinn. Nur noch 5 auf Lager, aber trotzdem reduziert von 8.000 auf 500 Euro. Ja, auf jeden Fall. Ja, das scheint halt hier unverbindliche Preisempfehlung. Und dabei noch den Wasserstrukturierer. Genau, erstmal kaufen wir uns den Stein für 800 Euro und dann kaufen wir uns noch den Strukturierer. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Oder ist der Stein da schon mit inkludiert? Dann ist das natürlich ein Schnäppchen. Ja, yeah. Gut. Wir haben, glaube ich, wieder ein bisschen hier was gelernt. Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen vom Thema. Weil mir einfach zu viel... Oh mein Gott, ne, wenn du, was weiß ich, pro Person irgendwie 20 Euro nimmst und da passen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personen oder so rein, dann hast du den Stein ja auch ganz schnell wieder raus. Energieformen drin haben. Okay. Hervorragend, vielen herzlichen Dank. Wir werden uns mal gleich reinlegen, testen und dann schauen wir mal, was wir von dir noch... oder beziehungsweise auch der Delfin, der die hexagonale Form durch das Pfeifen, durch das Dröhnen erzeugt. Er kann die Radioaktivität drehen. Er schafft es, der Wal. Und wir können es ja nachmessen, weil ich glaube, tue ich nichts und bin erzeugt. Was kann der Delfin? Der Delfin kann radioaktive irgendwas? Er kann die Radioaktivität drehen. Der Delfin kann Radioaktivität drehen. Moment. Ja, das ist so, der Wal ist der einzige, oder beziehungsweise auch der Delfin, der die hexagonale Form durch das Pfeifen, durch das Dröhnen erzeugt. Er kann die Radioaktivität drehen. Der schafft es, der Wal. Wal Radioaktivität drehen. Ein Wahlkammern, der durch Radioaktivität so entstanden ist hier. Ah, okay. Ich sehe schon. Ein wahrscheinlich sehr seriöser Beitrag. Da hat sich wahrscheinlich jemand hier solche Seiten angeguckt, Mimikammer. Hat dann diese Artikel, die da drin stehen, hier einfach gar nicht durchgelesen, sondern hat sich einfach nur die Links dann anguckt und hat dann gesagt, hier, der Wal kann Radioaktivität drehen, sehen wir an den Riesenkalmaren. Sehr seriös, dieser Mann. Die einen drehen sonst, die anderen drehen Radioaktivität. Delfine drehen die Radioaktivität um 360 Grad, jo, das ist bewiesen. Auf jeden Fall eine gute Sache, würde ich sagen. Also ich weiß wohl, dass Delfine und so weiter hier so Ringe blasen können, ja? Das weiß man schon. Das ist ja nicht verkehrt.
Das ist richtig, Kev. So viel wirren Müll am Stück kann man doch, muss man erstmal reden können. Ja, da gehört auch schon eine ordentliche Portion dazu, dass man da entsprechend. Ein Delfin, ein Wal kann Radioaktivität drehen, das will ich nochmal hören. Hier zu tun mit dem Quantenstein. Ja, das ist so, der Wal ist der einzige, oder beziehungsweise auch der Delfin, der die hexagonale Form durch das Pfeifen, durch das Dröhnen erzeugt. Er kann Radioaktivität drehen, der schafft das, der Wal. Und wir können es dann nachmessen, weil glauben tue ich nichts und messen kann man das. Und der Wal ist der einzige. Deshalb ist Atomschutzkleidung auch aus Delfinhaut. Das weiß doch jeder. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist auch das Delfinschwimmen bei Behinderten auch in Ordnung. Und der Delfin ist so klug, wenn du entgegensetzt, dass das Kind runterfällt. Also der Delfin, jetzt kommen wir der Sache näher. Der Delfin ist auf jeden Fall, der Delfin kann wahrscheinlich Behinderungen rückgängig machen, weil er irgendwie die Radioaktivität in den behinderten Kindern dann rückgängig macht. Dreht sich der Delfin um. Ach was. Der Delfin zeigt dir niemals den Rücken von der Energieform, weil das ist genau das, was er da vorher gesagt hat, falsches Wasser reinfüllen. Das kann der Delfin. Der Wal kann da größere Massen bewegen. Versteht einer, was er da überhaupt sagt? Das sind doch einfach nur komische Sätze, Schachtelsätze aneinandergereiht, die für sich schon keinen Sinn machen und dann insgesamt natürlich auch überhaupt gar keinen Sinn. Wir können ja mal versuchen, in den nächsten... Gegensetzt, dass das Kind runterfällt, oder? Was war das? Behinderten. Ah, in Ordnung. Behinderte zu Delfinen lassen ist in Ordnung, weil? Delfin ist so klug. Der Delfin ist so klug? Wenn du entgegensetzt, dass das Kind runterfällt, oder entgegensetzt, dreht sich der Delfin. Wenn du entgegengesetzt das Kind runterfällst, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, was er redet. Wenn du entgegensetzt, dass das. Wenn du entgegengesetzt. Das Kind runterfällt, oder? Dass das Kind runterfällt. Entgegensetzt, dreht sich der Delfin um. Dreht sich der Delfin um. Was macht. Das macht keinen Sinn. Das ist kein Satz. Das ist kein Satz. Das sind einfach Buchstaben aneinander. Wörter aneinander. Der Delfin spielt einfach Ping-Pong mit dem Alpha-Teilchen, ja. Der Gesichtsausdruck von Raw, der kann das doch gar nicht verstehen, dieser Mr. Raw. Weil dieser Satz macht doch wirklich gar keinen Sinn. Das ist doch einfach, das ist kein Satz. Das ist ja nicht mal was zu Ende, da ist ja nichts drin in diesem Satz. Ich könnte den Satz jetzt aufschreiben, aber... der kann es doch gar nicht verstehen und sagt einfach, aha. Achtet doch mal drauf. Das Delfinschwimmen bei Behinderten. Ah, in Ordnung. Warte, ich mach das jetzt mal langsamer. Vielleicht ist irgendwas verschluckt. Delfin ist so klug, wenn du entgegensetzt, dass das Kind runterfällt oder entgegensetzt, dreht sich der Delfin um. Ach was. Der Delfin... Ach was. Wann dreht der Delfin sich jetzt um? Wann dreht der Delfin sich jetzt um, wenn das Kind runterfällt? Aber wo fällt das Kind denn auf einmal runter? Und wenn ich was entgegengesetzt... Ich habe keine Ahnung. Das klingt, als wäre es sinnvoll, ja, auf jeden Fall. Ich sag ja, es ist Kunst, so zu reden, das kann man nicht spontan so. Ja, das muss ein Experiment sein, eigentlich. Die geilste Antwort ist, ach was. Das klingt wie eine schlechte Google Translate-Übersetzung. Wahrscheinlich hat er das irgendwo von Chinesisch auf Englisch und dann auf Deutsch übersetzt und hat die Sätze einfach auswendig gelernt. Das gibt's doch nicht. Okay, ich will jetzt den Satz noch einmal hören und dann machen wir weiter hier. Der Delfin dreht sich um, wenn das Kind runterfällt, damit der Rücken nicht zum Kind gezeigt wird, wegen der Energie. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was macht der Delfin? Ist der einzige, deswegen ist das Delfinschwimmen bei Behinderten. Ah, in Ordnung. Und der Delfin ist so klug, wenn du entgegensetzt, dass das Kind runterfällt oder entgegensetzt, dreht sich der Delfin um. Ach was. Der Delfin zeigt dir niemals den Rücken von der Energieform, weil das ist genau das, was ich davor... Der Delfin zeigt dir niemals den Rücken von der Energieform. Den Rücken von der Energieform, weil das ist entgegensetzt,
dass das Kind runterfällt oder in Gegensätze, dreht sich der Delfin um. Ach was. Der Delfin zeigt dir niemals den Rücken von der Energieform, weil das ist genau das, was ich da vorher gesagt habe, falsches Wasser reinfüllen. Weil das ist genau das, was ich dir vorher gesagt habe, falsches Wasser reinfüllen. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Es macht keinen Sinn. Ich glaube, er will sagen, dass der Delfin das Kind rettet, wenn es reinfällt ins Wasser. Ja, aber was? Also beim Schnorcheln in Ägypten sind sie von mir davon geschwommen. Ja, da hast du wahrscheinlich die falsche Energieform. Aber was hat das denn damit zu tun, selbst wenn der Delfin das Kind retten wollen würde in irgendeiner Form? Wie kann er dir dann die falsche Seite der Energieform zeigen? Und warum ist das da mit dem Wasser? Und uff. Ich komme da nicht hinterher. Das kann der Delfin. Der Wal kann größere Massen bewegen. Geht es um größere Massen zu bewegen, hast du das hinten auf dem Rücken. Okay. Das ist so Pfeifen, so Walpfeifen. Ah, okay. Ja, und jetzt nochmal mit deinen eigenen Worten bitte, Mr. Raw. Deine eigenen Worte bitte nochmal, was er jetzt damit eigentlich meint. Und damit öffnest du den Körper anders. Wahnsinn. So ist das Spiel ungefähr. Das heißt, theoretisch sind jetzt hier... Jetzt kommt die Erklärung. Sage ich mal, ganz starke gesundheitliche Effekte auch möglich, weil es einfach die Wirkung des Steins potenziert wird. Wir wollen gar keine Heilaussagen machen, aber nur mal davon. Nein. Das heißt, es ist quasi die Energie des Quantensteins nochmal, die durch den Körper multipliziert wird. Ja, den Quantenstein macht der Wal ja auch. Eigentlich macht er ja das. Die Natur macht das ja selbst, wenn sie im Leben ist. Er erzeugt im Leben. Das musst du mal Leuten geben, die irgendwie auf Droge sind oder so. Das guckst du dir am besten mit Leuten an, die irgendwie bekifft sind. Und die sollen dann nachempfinden oder nacherzählen, was hier er erzählt. Deswegen hast du beim Wal auch den kollativen Selbstmord, wenn das ist. Das heißt, diese Wale haben nicht so, dass sie sich versehentlich wegschwimmen, weil sie nicht blöd sind, sondern sie machen, aber wir nehmen das auf. Ah, doch. Kollektiven Selbstmord, ja, machen die. Das wusste ich gar nicht. Ja, das kannst du ja was messen. Die wollen ja nicht mehr. Es macht alles keinen Sinn. Ist ja so ver. Die machen kollektiven Selbstmord, das kannst du ja messen. was ist denn? Das heißt, diese Wale haben nicht so, dass sie sich versehentlich wegschwimmen, weil sie nicht blöd sind, sondern sie machen, aber wir nehmen das auf. Ah, doch. Kollektiven Selbstmord, ja, machen die. Das wusste ich gar nicht. Ja, das kannst du ja ausmessen. Die wollen ja nicht mehr zurück, die wollen nicht mehr leben. Die kannst du jeden Selbstmörder ausmessen und der Wal genauso. Ja, wir messen jetzt einfach mal Selbstmörder und der Wal genauso, der Wal macht Selbstmord. Der Wal sagt sich einfach, hab keinen Bock mehr zu leben, ich schwimme jetzt mal an den Strand oder was. Ja, mein Gott, der kollektiver Selbstmord. Vor 80 Jahren oder so. Das war alles wegen fehlender Quantensteine. Wahnsinn. Das ist alles messbar. Okay. Super, danke. Nee, das Pfeifen ist ein bisschen komisch, aber wir können auch das, wenn du... Regenwasser können wir mal nehmen, radioaktives Wasser und dann was mit dem Wal drauf spielen, dass das irgendwie das Wasser dreht und der schafft es. Das kannst du messen. Das kann der Wal mit Gesang und das kann der Indianer mit dem Fell, weil sich das Leben wieder erzeugt, wenn der trommelt. Und wenn das Leben erzeugt, dann dreht er das um. Dann kannst du alles umdrehen. Das funktioniert, aber es funktioniert nur so klein und die Welt ist groß. Das ist das Problem. Und wir machen sie im Großen von. Ich frage mich echt, ob der Mr. Raw gerade irgendwie so auch innerlich abgeschaltet hat oder ob er ihm wirklich noch versucht zuzuhören oder ob er einfach nur, du musst doch einfach nur, keine Ahnung, wenn du halbwegs intelligent bist, dann kannst du das doch nicht irgendwie jetzt für voll nehmen, dass da irgendwelche Informationen drin sind. Das ist der Wahnsinn. Willkommen Topstar auf Twitch. Indianer sind auch immer gut, ja.
Ach was? Wir müssen uns mal hier dieses Ach was irgendwie rausschneiden. Elefantenfriedhöfe sind dadurch entstanden, dass die genau dort Selbstmord machen wollten. Das ist das Problem. Deswegen haben wir das. Also diese Dinge funktionieren. Das ist mir zu. Oh, wer ist er denn? Das nie erzählen können vorher. Also das ist so ein Schmorner. Der denkt sich bestimmt auch, was erzählt mein Vater wieder da? Kommt rein und denkt sich so, ach Gott, mein Alter wieder. Was erzählt er denn wieder? Irgendwas von Delfinen und radioaktives Wasser umkehren. Aber wenn ihr dann hier geht und misst das alles nach und seht das, wie es funktioniert, bist du selbst erstaunt. Und selbst der Indianer mit seiner Trommel. Der kann funktionieren. Aber es darf nicht ein Feld sein, das muss ein künstlich hergestelltes Feld sein, sondern es muss so ein Leder sein von Tier. Von Tier. Ja. Und der erträgt im Tod-Tier praktisch in den Ring noch diese lebende Schwingung. Und deshalb machen wir eine carnivore Ernährung. Jetzt für alle Veganer hier. Wir nutzen die Schwingungen der toten Tiere, um uns Lebensenergie zu geben. Deshalb sind wir auch so gut drauf mit einer fleischlastigen Ernährung. Deshalb sind die Veganer auch so aggressiv und so ab von jeder Welt, weil sie einfach keine tierische Energie mehr bekommen. Hier haben wir den Beweis und da steht sogar Mr. Raw daneben und der überlegt jetzt bestimmt auch gerade so, dann habe ich das aber irgendwie mit der tierischen Energie, vielleicht sollte ich doch mal wieder Fleisch essen. Ich glaube, das ist jetzt das, was wir aus diesem Video auch lernen sollten. Wir müssen mehr Tiere essen, damit wir unsere Radioaktivität umdrehen können. Das ist tatsächlich das beste Argument für Fleischproduktion, für Fleischessen. Also, jeder Veganer, kommt gerne zu mir. Ich kann euch zeigen, auf einem veganen Kanal habe ich gesehen, dass wir die toten Tiere nutzen können, um Energie zu generieren. Also, das 10 Minuten hier in diesem Video gibt es den Beweis dafür. Lebende Tiere darfst du nicht essen, weil dann ist die Radioaktivität noch. Und Thunfisch-Proteinshake wird im Mixer verwirbelt. Da hast du entsprechend auch. Ich hoffe, du hast aber vorher deinen Haltstein reingelegt. Das kannst du machen, wenn du einen Dumpel hast, die wo ein Bild mit Song ist. Dann stellst du Regenwasser. Danke dir, Topstar 1337 für die 3 Euro. Da springt die frohe Lebensenergie direkt in euer Gesicht, würde ich sagen. Hin und du klopfst sauber. Du wirst sehen, dass das Regenwasser hexagonal wird. Aber nicht so stark hexagonal wie vom Stein. Das ist klar. Die Kraft bringst du nicht mehr zusammen. Aber du kannst das Todesprinzip des Regenwassers. Wir schauen mal hier rüber. Oh, der vegane Germane. Ja, komm doch hier rein. Ah, ich höre. Hier spricht wieder, ich habe viele vegane Zuschauer, Pogge, der sich gar nicht abfällig über die gesamte Gruppe Veganer äußert. Wo war denn jetzt genau die abfällige Äußerung über die Veganer selbst? Wo war das denn jetzt bitte? Also jetzt, ne, mit deinen Unterstellungen kommst du jetzt hier wieder an. Also herzlich willkommen erstmal. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wo denn jetzt eine abfällige Äußerung über Veganer selbst gewesen ist. Wo wir uns ja eigentlich über diese inhaltliche Energie, die er ja erzählt hat, hier lustig machen. Also, heul nicht rum, genau. Aber ich weiß ja, ihr guckt ja immer schön zu. Oh, es regnet. Wir machen den Livestream vielleicht ein bisschen länger heute. Danke dir, wir legen uns mal rein. Hier die ganzen Veganer wieder, sollte reichen. Das ist natürlich von einem Typen, der auch einen sarkastischen Satz nicht wirklich verstehen kann. Und nein, das reicht nämlich nicht. Du musst nämlich die Sachen im Zusammenhang kapieren. Wenn du nämlich einfach nur Cherrypicking betreibst und dir Sachen raussuchst, die dir gerade gefallen, dann endest du so wie dieser Mensch hier, der einfach nur Sätze aneinander reiht, die einfach für sich gesehen auch schon gar keinen Sinn machen. Und das ist nämlich das Problem. Und das scheint durch die fehlende Energie in irgendeiner Weise zu kommen. Dann schauen wir mal. So, wir sind raus. Aber wir können es ja gerne nochmal spielen mit der tierischen Energie. Aber ich finde es schön, dass ich solche Fans habe. Ich habe ja vegane Zuschauer. Guck doch. Ich habe doch den besten veganen Zuschauer, den man sich überhaupt vorstellen kann. Übrigens können wir jederzeit gerne. Auf Twitch können wir uns jederzeit gerne unterhalten. Hier ist ja ein bisschen anderes Themengebiet und so weiter.
Der Zusammenhang ist deine abfällige Art und Weise, sowohl inhaltlich als auch rhetorisch. Nein, das ist Quatsch. Das möchtest du jetzt wieder reininterpretieren, weil du dich wieder als Opfer darstellen möchtest. Weil du natürlich derjenige sein möchtest, der die größere Moral hat. Du bist der Erhabene. Das bist du aber nicht, weil du hier wieder Sachen völlig falsch darlegst. Und mit solchen Leuten muss man natürlich dann sehr vorsichtig auch umgehen. Und ganz einfach, es ging hier darum, dass er erzählt hat, dass die Indianer entsprechend diese Tierhäute genutzt haben und daraus dann Energie getrommelt haben. Das war der einzige Grund. Und wir haben dann eben gesagt, dann dürfen wir ja tierische Produkte essen, weil daraus ja die Energie gewonnen wird. Das war keinerlei abwertiges Verhalten über Veganer, sondern war eher eine sarkastische Bemerkung über diese tierischen Produkte. Also man sollte ein bisschen nachdenken, bevor man redet und nicht einfach einen Quatsch rausposaunen, nur um zu versuchen, sich selber wieder als Opfer darzustellen. Was man dann später wieder in irgendeiner Weise versucht zu verwursteln und zu benutzen. So. Und das, genau das war jetzt auch der seriöse Mehrwert hier, um dir mal klarzumachen, dass du Quatsch erzählst. Und er trägt im Tottier praktisch in den Ring noch diese lebende Schwingung. Das kannst du machen, wenn du eine Dompe. Diese, er holt aus dem toten Tier die lebendige Schwingung. Und das ist der Grund dafür, warum wir tierische Produkte essen müssen. Also hier ganz klar hat er das entsprechend auch belegt. Das von einem veganen Kanal. Also muss das ja auch wohl in irgendeiner Weise dann Hand und Fuß haben, würde ich sagen. So, wir sind raus aus dem Raum, Moritz. Wie war die Erfahrung in dem Jungbrunnen gewesen? Erzähl mal kurz, fass mal zusammen und dann werden wir uns noch ein paar andere Stimmen hier einhören, was der Jungbrunnen mit euch machen kann. Bitte, Moritz. Wie alt soll er denn dann sein? Der ist, keine Ahnung, wie alt er ist. War nicht 17, 18 oder so? Was bist du dann nach so einem Jungbrunnen? Bist du dann 6, 7? Indianer haben immer recht, ja, auf jeden Fall. Ganz kurz zum Jungbrunnen. Der Jungbrunnen ist extrem entspannt. Jungbrunnen klingt wie eine Gay-Sauna. Wahrscheinlich sowas wie Darkroom oder so. Ich meine, so grundsätzlich das Prinzip von so einem, wie heißt es denn jetzt hier, so einem, von so einem Wellnessbereich und so, ja, von so Wellness. Wellness ist super, kann ich nur empfehlen, vor allen Dingen Leuten, die gestresst sind und so weiter, weil die erfahren dann eigentlich das, was der uns jetzt erzählen möchte. Also da braucht ihr aber keine Quantensteine, da braucht ihr kein teuer Geld für ausgeben, da holt ihr euch für 10 Euro oder was irgend so eine Wellnesskarte für 2 Stunden und geht da mal irgendwie Wellness machen mit Sauna und den ganzen Kram dran und das hilft tatsächlich. Also das ist ja kein Hokuspokus, sondern beruht einfach nur auf dem Effekt, dass ihr eben euren Körper mal runterfahrt. Mann, das waren jetzt wieder einige Stunden an Arbeit in diesem Video. Wenn dich das weitergebracht hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du sagst, das ist es dir wert, das zu unterstützen. Ich werde von niemandem bezahlt, bin da völlig unabhängig und frei. Du kannst aber in der Videobeschreibung schauen, da kann man auf Patreon monatlich unterstützen oder auch gerne mit PayPal oder Banküberweisung einmalig oder monatlich. Damit kann ich weiterhin unabhängig bleiben. Ansonsten könnt ihr gerne für den Algorithmus einen Daumen geben und auch kommentieren. Das hilft auf jeden Fall auch. Teilt das Video auch sonst gerne und bis zum nächsten Mal.